damit, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Wir begrüßen euch aus Wien, neben mir. Herzlich willkommen in Wien. Lukas Geigenmüller. Heute, ihr seht schon im Titel, ist was ganz Besonderes. Und zwar bin ich extra nach Wien gefahren, um mich von Lukas bekochen zu lassen. Für alle, die ihn nicht kennen, Lukas macht unter anderem Food-Videos. Und ich habe schon das eine oder andere Video von dir gesehen, wo du so geile Butter-Croissants gemacht hast, einen geilen Burger, geile Pizza und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mir gedacht, wie geil wäre es, wenn ich es irgendwie schaffe, dass der Typ hier einen Tag lang für mich kocht. Ich muss aber alles essen, was du kochst. Egal, wie wenig, wie viel, was für ein Rezept, ob es mir schmeckt oder nicht. Und ich würde sagen, wir beginnen auch gleich mit der ersten Mahlzeit. Let's go. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass mich irgendwie so ein selbstgemachtes geiles Buttercroissant oder irgendwas jetzt hier erwartet. Oder ein schönes Rührei, das dürfte auch nicht zu großer Aufwand sein. Vielleicht macht er auch das Gegenteil, er drückt mir einfach irgendwas rein. Wie auch immer, ich werde es gleich sehen. Guck mal, er denkt jetzt sicher, er bekommt es überfrühstückt. Erstens, ich habe nichts eingekauft. Und zweitens, ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Bock, irgendwas zu kochen gerade. Na, das sieht doch schon mal gut aus hier. Was geht? Cereal geht immer, ja? Kann man machen. Und ich muss auf jeden Fall gestehen, ich selbst bin einfach so ein Cereal-Typ. Was gibt's Besseres als ein Frühstück bzw. seinen Tag mit der Cineminis oder Fruit Loops zu starten? Da ist man auch direkt glücklich, wenn man in so einen Löffel Fruit Loops reinbeißt. Hier, ohne Aufwand, ohne Stress, einmal Cineminis. Ich habe sogar Hafermilch für ihn. Ich weiß, dass er Hafermilch mag. Yo, Frühstück ist fertig. Bist du ready? Frühstück ist fertig. Ich rieche aber keine Croissants, Diggi. Ich hoffe, du hast an ein Käffchen gedacht. Bro, mach keine Faxen. Sag ich's nicht, du hast nicht an Käffchen gedacht. Doch, doch, komm, mach dir keine Sorgen. Okay, okay. Puh. Ich wollte nur frisch zubereiten, damit du ihn auch frisch bekommst. Ah. Telefonieren, damit der kalt. Ja. Beiß erstmal zweimal hier rein, dann gibt's deinen Kaffee, okay? Okay, ich beiß da. It was at this moment Jackson knew. Was ist das jetzt? Ey, voilà. He fucked up. Cinemini? Cinemini ist richtig. Okay, geil, Mann, geil. Ich hab zwar gedacht, dass vielleicht ein bisschen was Aufwendigeres kommt, aber... Ist doch aufwendig. Ich hab gedacht, ich kriege so geile Buttercroissants, Bro, weißt du? Croissants? Ja. Es dauert 3 Tage, die zu machen. Ich dachte, du hast mich gern. Ja, schon klar, aber so gern, ich weiß nicht. Scheiße. Okay, gut, kann ich auch verstehen. 3 Tage ist schon ganz schön viel, Mann. Mm. Zimt, also eine mit der geilsten Geschichten, die es gibt, ne? Kombination mit Zuckerfall. Oder auch Mohn, ist auch eine sehr feine Sache. Ja, das stimmt. Mohn und Zimt sind so zwei. Das stimmt, der Mohn, hast du recht. Hast du ja auch noch eine Portion gemacht, auf entspannt? Ich steige auf jeden Fall auch ein mit einer Schüssel. Kein Käffchen für dich? Für mich nicht, ich hatte heute Morgen schon einen. Kochst du dann heute für dich gleich mit? Lass dich überraschen. Aber ich glaube, wenn du für dich selber mitkochst, dann wirst du noch mehr Gas geben, weißt du? Naja, ich koche auch gern für Gäste. Echt, oder? Macht auch mal am meisten Spaß, wenn man für jemanden anders kocht und es schmeckt. Ich weiß das sehr zu schätzen, wenn man sich viel Mühe gibt, dann sage ich auch, dass es geil schmeckt. Was ist dein Lieblingsrezept, das du am liebsten kochst? Burger und Pizza. Ich sag dir, das ist ganz simpel. Ich koche ehrlich gesagt nicht so viel. Ich koche so ein paar einzelne Sachen, auch oft für YouTube oder für Videos, so als Projekt. Mhm. Aber so in meinem Alltag, ich koche sehr selten. Und ich koche auch nicht so gern, so, weil du bist im Stress, dann ich bin die ganze Zeit am Essen bestellen oder essen gehen. Und ich liebe einfach auch essen zu gehen. Das sagen wir auch. Also bei uns ist ganz oft so, ich habe schon mittlerweile auf 2 Mahlzeiten am Tag reduziert, dass ich weniger kochen muss. Mhm. Frühstück kann man ja selber machen, easy. Rührei kochen würde ich auch noch hinbekommen. Ansonsten gern Essen bestellen oder man kocht halt irgendwas Simples. Oder es gibt noch eine dritte Option, die macht Sophia ganz gern. Ich muss sagen, Käffchen hast du stabil hinbekommen. Wir lassen uns das schmecken. Ich hoffe, ich kriege noch einen kleinen Nachschlag, weil ich habe gut Kohldampf. Und dann hoffe ich, dass es danach auch noch mal ein paar weitere Mahlzeiten gibt. In dem Sinne lassen wir es schmecken. Zimtig rein und am Ende hoffentlich auch wieder zimtig raus. Guten Appetit. Die Cineminis wurden weggeschlabbert. Die Milch war eigentlich somit das Geilste. Ich würde sagen, es geht weiter. So, hier machen wir jetzt ein paar Schritte, einen kleinen Spaziergang. Lukas ist in der Zwischenzeit einkaufen. Ich muss sagen, es schneit zwar ein bisschen, aber Wien ist dennoch eine schöne Stadt und hat so ein bisschen was von München. So ein bisschen Ähnlichkeit. Das könnte auch quasi die Isar sein. Na gut, bewegen wir uns mal in Richtung Supermarkt. Noch ein, ich würde sagen, Frühstück nach dem Frühstück besorgen. Mit ein bisschen mehr Aufwand. Und ich glaube, kaufe auch gleich die Zutaten auf jeden Fall für das Abendessen. Ja, seid gespannt. So Leute, ich bin bei Lukas wieder angekommen und er hat im Hintergrund ein bisschen gekocht. Ich habe schon gerochen, dass es hier ordentlich Eier gibt. Da ist der Kollege, ui, sogar auf Kellner angelehnt hier, so 2 Dinge auf einmal. So Leute, schaut euch das an. Wir haben hier ein Laugen-Croissant, glaube ich, mit einem schönen Spiegelei und etwas Guacamole drüber. So auch spontan, nichts Großes, aber einfach, was man sich halt so im Alltag machen würde. Ich finde, natürlich ist es schöner, wenn das Ei oben liegt und du siehst das Gelbe oben so, bei einem Egg und Guacamole-Sandwich. Aber wenn du es so draufgelegt, dass das Ei schön in das Brot reinzieht und du kannst es halt angenehm essen, weil es ist halt ein bisschen handlicher zu essen.
Und es läuft nicht überall zur Seite runter, genau, ne? Genau, und du hast halt auch einfach 100% Ei dann letztlich auch im Magen. Digga, ich bin auf die Idee noch nie gekommen, ne? Man ist es immer so gewohnt, so, dass das Eigelb oben ist, aber nie, dass es eigentlich andersrum ist und ins Brot reingeht. Und du isst ja im Endeffekt auch. Also ich mag auch, wenn das Brot vollgesaugt ist mit Eigelb und auf meine Empfehlung auch noch ein bisschen Sriracha, wenn man es ein bisschen spicy mag. Lukas, zweite Mahlzeit, die du gekocht hast für mich. Ist auf jeden Fall ein bisschen stabiler als Cine Minis. Cheers. Boah! Hat nicht ganz funktioniert, meine Theorie. Bei mir schon. Schau euch diese Schichten an, die wir hier haben, wo du durchbeißt. Wirklich so peu à peu, das geht auch richtig schön weich. Es schmeckt geil, Mann. Es schmeckt sehr, sehr, sehr geil. Dieses Laugending macht es aus. Das Ganze ist einfach nur saftig. Saftig, knaffig. War köstlich. Vielen Dank dafür. Was hast du hier Schönes gemacht? Zwei Espresso, Espressi mit einem Schluck Milch. Dafür küsse ich doch dein Herz. Ich doch deins. Kleine Pause, gleich geht's weiter. Weiter geht's nach der Pause. Wir schalten zurück ins Studio. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Okay, Lukas, so, die nächste Mahlzeit kochst auch wieder du, denn das Video ist, du kochst, ich muss essen. Aber ich habe diesmal zu bestimmen, was wir kochen und ich habe die Zutaten auch schon mitgebracht. Und zwar habe ich ein Paket von HelloFresh mitgenommen. Wow. Weißt du, was HelloFresh ist? Ein Karton. Das ist nicht ganz so ein Karton. Wir haben hier ein Rezept drin, was ich ausgesucht habe. Wir müssen nicht mehr einkaufen gehen oder irgendwas. Das ist schon alles drin und alles schon portioniert. Das dürfte auch relativ schnell gehen. Angabe ist 20 bis 30 Minuten mit Anleitung. Für den faulen Geschäftsmann. Es gibt Pasta Verde mit Kräuterpesto und extra Burrata. Oh, das sieht gut aus. Ich habe mir gedacht, du bereitest das Ganze zu. Weißt du wieso? Wieso? Ich habe noch nie mein Leben Burrata gegessen. Das ist traurig. Ich habe schon viel davon gehört. Burrata soll super, super geil schmecken. Das Rezept mit allen Zutaten drauf, wie wir es dann gleich machen werden. Beziehungsweise du. In so einem umweltfreundlichen Coolpack kommen die gekühlten Zutaten. Hier haben wir einmal die Burrata. Ah, geil. Check mal. Ist noch kühl. Krass. Ich habe das aus München hergenommen. Krass, ne? Ah, mit diesem, okay. Das Ganze ist komplett recycelbar, umweltfreundlich. Das habe ich vorhin gemeint. Oder es gibt noch eine dritte Option. Die macht Sophia ganz gern. HelloFresh ist so eine Sache. Sophia hat das schon richtig oft bestellt. Und die hat es auch richtig gefeiert. Ich habe es schon einige Male probiert. Mhm. Also ich habe mich von HelloFresh schon häufig bekochen lassen. Du bestellst das einmal und dann wird das immer regelmäßig wieder nach Hause geschickt. Vorportioniert, es wird nichts weggeschmissen, kein Food Waste. Also alle, die Zutaten schon kommen schon in der richtigen Menge sozusagen? Richtig, ah. Genau. Hier haben wir jetzt zum Beispiel 20 Gramm Kräutermix. Nicht mehr, nicht weniger, weil wir brauchen 20 Gramm. So eine Sache wie Hefe. Flocken, die kannst du halt eigentlich nur in großen Packungen kaufen, dann bleibt da voll viel übrig. Jetzt hast du hier 5 Gramm Hefeflocken, das heißt, es bleibt einfach nichts übrig und du musst dich nicht um irgendwas kümmern. Wo kriege ich jetzt Hefeflocken her, wo kriege ich das her? Dir wird alles perfekt nach Hause geschickt und das Ganze komplett frisch. Und dadurch, dass sie noch viele Lieferketten sparen und du nicht erst zum Supermarkt das Ganze geschickt werden musst, hier verpackt, wird CO2 gespart. Ich finde es im Großen und Ganzen eine sehr stabile Sache und wir beide, wir haben nicht so viel Zeit zum Kochen und zum Einkaufen, Diggi, ne? Wie gesagt, für den beschäftigten Geschäftsmann. Für den geschäftigen Geschäftsmann. Wenn jetzt zum Beispiel du sagst, du willst gerne HelloFresh ausprobieren, dann kannst du mit dem Code HFFranklin 80 Euro auf deine erste Bestellung als Neukunde sparen. Das Ganze wird auf die ersten 4 Boxen aufgeteilt. Hier ist die Uhrzeit. Ich würde sagen, wir stoppen mal. Wir schauen mal, wie lange du brauchst. Es wird gesagt, dass es 20 bis 30 Minuten dauert. Ich würde sagen, die Zeit läuft ab. Jetzt. Erster Schritt, heißes Wasser. Du machst das gleich so. Ah, hey, schau dir den an, den kleinen Schlingel. Ich mach das kurz heiß und dann mache ich den Topf heiß. So, mein Lieber, 11 Minuten sind rum. Die Spaghetti brauchen noch 6. Okay, die Pinienkerne werden braun langsam. Man riecht sie auch schon. Ne? Pinienkerne gehören dem Pesto. So ist es. Kochwasser, da steckt die Stärke und das Salz noch mit drin. Der Nudeln kommen noch zusätzlich rein. Wir sind jetzt ja gleich bei der halben Stunde. Wenn aber er will es auch extra schön machen hier. Wenn wir nicht filmen würden, wäre die Sache auch einfach. Nach 32 Minuten hat Lukas folgendes Ergebnis gezaubert. Et voilà. Schaut stabil aus, mein Lieber. Schaut stabil aus. Dann lass dich schmecken. Okay. Simpel auch. Schmeckt halt auch gut, natürlich, ne? Und die ganze Soße, die ganze Crema schickt in der Pfanne. Ich bin auch sehr gespannt, weil wir eigentlich kein einziges Mal probiert haben und uns komplett an die Mengenangaben gehalten Stimmt. haben, so, ja. Was jetzt dabei rausgekommen ist. So, wir dippen hier so ein bisschen in die schöne Burrata rein. So eine kleine Kirschtomate, darf auch nicht fehlen. Boah. Schon lecker. Das kann man sich schon sehr gut gönnen. Es schmeckt echt frisch. Geschmacklich ist wirklich krass. Halbe Stunde Zeitaufwand in für uns. In der Praxis wahrscheinlich wirklich 20 Minuten, weil wenn du filmst, es dauert alles doppelt so lang. Ja, das stimmt. Also, man muss halt immer alles nochmal manchmal mehrmals abfilmen. Geht absolut klar.
Und das ist das, was mich eigentlich meistens vom Kochen abhält. Ich glaube, so ist ein super Einstieg, um auch Kochen zu lernen, Kochen auszuprobieren. Und wie gesagt, wenn ihr das Ganze auch testen möchtet, könnt ihr mit dem Code sparen. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung, über den geht das Ganze auch. Stabile Sache, hast du gut gekocht. Dankeschön. Stopp, ganz kurz. Willst du jetzt auf das Löffelthema zu kommen? Ich will auf das Löffelthema zu kommen. Beantworte mir die Frage, ich weiß die Antwort. Mit oder ohne Löffel? Ohne. So ist es. Hast du diskutiert mit deinen Leuten oder was? Ich habe nicht diskutiert, aber ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die sitzen hier mit dem Löffel, drehen das dann irgendwie auf und machen da so ein Tamtam. Und jeder Mensch, der ein bisschen Ahnung hat und der ein bisschen Essen genießt, der dreht das auf, so wie du. Dann nimmt er ein Ding, was so zusammenhält und dann... Bombe, hä? Man kann es noch eleganter machen als ich. Ich mache halt sehr große Bissen. Ich auch. Dieses Füllegefühl von Spaghetti im Mund ist so befriedigend. Ich weiß, generell den Mund voll zu haben, no sexual. Ist auf jeden Fall nice. Aufgegessen, hat 1A geschmeckt. Mittagessen verdrückt. Jetzt steht ein kleines Workout an für uns beide. Muss sein, ne? Ja, Training muss auch sein. Wir packen es. Wieder was reinpasst. Kommt was Großes danach, oder was? Das ist überrascht. Ich bin gespannt, was nachher kommt. Jetzt geht's auf jeden Fall in ein besonderes Gym. Eins, das wahrscheinlich viele von euch kennen. Intelligent Strength, aka das Gym. Ich bin gespannt, heute werden Beinchens trainiert. Sport kam die letzte Woche ein bisschen zu kurz. Nur ein Training bis jetzt gehabt. In dem Sinne würde ich sagen, keine Ausreden. Einfach richtig viele Maschinen, so komplett selber gebaut. Hier gibt es unter anderem einen Wrestling-Ring. Die Leute trainieren einfach oberkörperfrei. Unten auch nochmal ein Bereich und ich blende euch mal ein Bild ein, was ich hier damals gemacht habe. So Leute, wir haben fertig trainiert. War ein sehr stabiles Workout im Gym, muss ich sagen. Lukas macht es gleich drin, die nächste Mahlzeit. Ich chill in der Zwischenzeit ein bisschen draußen auf dem Balkon, leg die Füße hoch und bin mal gespannt, was es jetzt zu essen gibt. Wenn euch das Video ein bisschen gefällt, lasst lieben gerne einen Daumen und ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Eines der nächsten Videos, was auch folgen wird, ist, wo ich den besten Döner der Welt hier in Wien teste. Verpasst das auf keinen Fall. Jetzt würde ich mal sagen, schaut hier rein und Lukas wird euch erklären, was er vorhat. So, da wir heute noch nicht allzu viel und spektakulär gekocht haben, versuche ich auf jeden Fall mal zumindest das Abendessen ein bisschen was Besonderes zu zaubern. Es gibt nichts, was ich lieber auf jeden Fall zubereite als Burger im Moment. Und guck mal, was ich jetzt auf die Schnelle noch im Supermarkt bekommen habe. 3 Steaks. Ich mag das Supermarkt-Hackfleisch nicht, eigentlich überhaupt nicht. Deswegen habe ich mir einfach die Steaks geholt. Die kann man auch ganz gut selbst grinden. Auch wenn die jetzt nicht zu fettig sind, aber ich glaube, mit dieser Schicht hier oben kommt man auf jeden Fall auf einen akzeptablen Fettgehalt. Dann haben wir hier noch Burger. Ich möchte heute so Double Cheeseburger von McDonald's imitieren. Deswegen haben wir hier keine Brioche-Bun, sondern so ein bisschen mit Sesam. So die klassischen Burger-Buns. Und es wird auch nicht viel spektakulär, irgendwas angebraten oder so. Wir brauchen einfach nur Ketchup, Senf, geschnittene weiße Zwiebeln roh, plus eben die Buns, ein bisschen Käse und die Steaks. Und wir haben den McDonald's Double Cheeseburger. Und ich hoffe natürlich auch, dass Julian gut trainiert hat, weil ich darf nicht nur bestimmen, was er isst heute und für ihn kochen, sondern auch, wie viel er isst. Und demnach würde ich sagen, wir machen ihm 3 Burger heute. 3 Double Cheeseburger und die muss er auch alle essen. Ich habe die leise Ahnung, dass jetzt ein schönes Post-Workout mir kommt, Leute. Ich habe schon was Schönes gerochen. Ey, voila. Bro, dazu ein Glas Wein. 3 Stück? Alle für mich? Alle für dich, ja. 3? Das Beste kommt zum Schluss. Und für dich mal wieder nur einen, oder was? Ja, ich bin auf Diät. Und ich werde gemästet. Ich habe versucht, den McDonald's Double Cheeseburger zu rekreieren. Mhm. So ein bisschen als Deluxe- und Smash-Version. Cheers, danke fürs Kochen, ne? So schaut der ganze Spaß von innen aus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag das mal so ein bisschen einmal so zusammendrücken. Ja, Mann, der McDonalds-Geschmack kommt echt so ganz leicht durch, du hast recht. Aber schmeckt viel, viel, viel besser, weißt du, viel mehr nach Geschmack. Ihr seht's, im Querschnitt, kann man nichts sagen, schmeckt echt Bombe. Ein sehr, sehr schönes Post-Workout mir. Ich bin auch positiv überrascht, muss ich sagen. So vom Design und von den Maßen auch super. Die Proportionen sind sehr gut. In der Hand, noch so rein von der Ästhetik, so das Patty so ein bisschen breiter als der Bun. Das ist absolut, stimmt, das mit dem Durchmesser, das habe ich noch gar nicht so appreciated. Das ist wahr. Ich habe mal so eine Formel aufgestellt, wenn du deine Buns selbst machst und du wiegst die Grammbällchen ab für die Buns, die 60 Gramm wiegen. Bei Smashed Burger. Patties. Bei Smash Patties, dann machst du deine Smash Patties 10 Gramm schwerer als die Teigkugel für den Bun. Dann hast du den perfekten Durchmesser für das Smash Patty. Okay, das ist eine gute Formel, Leute. Ich hoffe, ihr habt das gemerkt. Das sollte sich mal... Wie heißt dieser Mathe-YouTuber? Legende, dieser Typ. Der sollte das mal in seine Formeln aufnehmen. Ja, einer der Klassiker für mich ist... Patty ist doppelt so groß wie Bun. Und dann soll das Ganze hier modelliert werden durch eine Funktion. Der hat mir zu meinen Vieren verholfen. Bro, der hat mich auch durchs Mathe-Abi gecarried, der Typ, Mann. Klassiker. Morgen Klausur. Der ganze Stoff der letzten Monate muss heute gelernt werden. Leute, ich bin...
bin jetzt am dritten Burger. Da hätte ich schon, da muss ich jetzt gerade schon gut meine Hamsterbäckchen anspannen, dass ich hier reinkomme. Aber schmecken auf jeden Fall babamäßig. Und wir unterhalten uns gerade über Twitch. Lukas macht Twitch, ich mach Twitch. Ich verlinke euch seinen Twitch auch mal in der Videobeschreibung. Immer wieder geile IRL-Streams am Dönerstand. Ja, hauptsächlich draußen so, Foodtouren. Aber einmal in der Woche sind wir auf jeden Fall live. Ich komme jetzt das Ding hier noch fertig. Zerleg. Rein da. Ich hab's ein bisschen unterschätzt. Ist auch sehr viel Brot. Das sind sehr brotige Buns gewesen. Und brotige Buns haben ganz schön viel Kalorien, Mann. Kalorienzeit? Ab in die nächste Runde. Was für eine Runde? Dessert, das? Willst du? Nichts vorbereitet. Ja? Was soll ich dir sagen? Ich soll trotzdem irgendwas, meinst du? Wir haben hier einen Häagen-Dazs, wir haben hier kleine Kleckse von Lotuscreme und wir haben einen Cookie rein, einen sehr weichen Cookie reingebröselt. Was will man mehr? Das sind drei Sachen, die alle einzeln geil schmecken. Aber auch geil zusammen. Die harmonieren gut. Die Lotuscreme harmoniert sehr gut mit dem Macadamia im Eis. Ich würde sagen, das lassen wir auf ganz entspannt angelehnt. Muss noch jetzt schmecken. Den Tag schön ausklingen. Lukas, sehr korrekter Typ. Ihr findet ihn in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt ihn liebend, liebend gern ab. Kuss. Geht raus. Checkt auf jeden Fall auch HelloFresh in der Videobeschreibung ab mit dem Code. Könnt ihr sparen, ihr wisst Bescheid. Kuss geht raus. Danke fürs Sponsoren des heutigen Videos. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Over and out. Ciao.